Es geht mal wieder auf die Renken am Ladogasee. Und zwar soll das ganz gut funktionieren, da hinten am Leuchtturm auf Ladoga-Renke. Also rennen wir mal los hier, erstmal direkt zum Spot. Altbekannte Stelle, ja eigentlich bekannt vom Hechtangeln noch. Lange Zeit hier direkt gegenüberliegend, da ist die Stelle. Und der Mattes Berlin, der hatte geschrieben, Alden, guck mal hier, was ich hier gefangen habe. Schön die Ladoga-Renke als Trophy abgehakt. Ja, und dann gucken wir doch mal, ob wir das auch hier nachmachen können. Neuer Tag, neues Glück. Ich stand hier gerade schon am letzten Tag ein wenig und habe einfach mal probiert. Ich hatte erst von ihm nur gesehen, dass das Trophy-Bild sozusagen. Und das hat so ungefähr diesen Ausschnitt hier gezeigt. Also testen wir einfach mal mit zwei Matchrouten. Relativ klein hier. Machen wir es mal nicht ganz so groß. Und dann raus damit. Tiefen muss ich auch ausprobieren. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, was denn hier so geht. Und ja, dann gucken wir, ob hier was reingeht. Die zweite Route ähnlich zusammengebaut. Hier ist gerade nur ein Achterhaken. Den machen wir aber mal ein bisschen größer. Hier gehen wir auch ruhig mal auf einen Einserhaken rein. Ruhig mal richtig groß rein. Klassische Kombination am Ladogasee, die immer wieder gut funktioniert. Entweder Doppel-Eintagsfliege oder Eintagsfliege-Steinfliege oder natürlich Doppel-Steinfliege oder, wenn du natürlich noch nicht so weit bist, eins von beiden. Ist ja klar. Also im Solo, wenn der Doppelköder noch nicht zur Verfügung steht. 1,70 Meter mache ich mal. Den machen wir mal hier auf 1,50 Meter. Und dann locker ausgeworfen. Ja, machen wir nicht ganz so weit. Mal hier vorne so ungefähr hin. Jawohl. Tempo passt. Bremse sollte auch passen. Ja, machen wir mal so. Und dann, ach guck mal da. Da zuppelt es auch schon direkt los. Also gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir natürlich, ja, und gehakt. Gucken, was hier alles reingeht. Da ist sie. Erste Ladoga-Renke. So soll das sein. Noch unmaßig. Aber das ist auch schon mal ein ganz gutes Zeichen. 1,50 Meter Tiefe. Hat sofort geliefert. Vielleicht kann ich also dann gleich hier die erste auf 1,70 Meter direkt noch ein bisschen höher einstellen. Gucken wir mal, wo gleich der nächste Einschlag kommt. Denn auf dem zweiten, auf der roten Pose, haben wir ja eigentlich den größeren Haken. Also vielleicht die richtige Größe oder die richtige Tiefe eingestellt. Aber vielleicht noch gar nicht die richtige Hakengröße. Gucken wir mal, was da noch geht. Ja, im Großen und Ganzen jetzt die, der vorherige Tag, wo ich das ein bisschen getestet habe. Ich hatte dann jetzt gerade noch mal ein bisschen Pause gemacht. Gucken wir mal eben rein, hier vor 20 Minuten aufgehört. Also, das waren hier die Renken. Gucken wir mal nur nach den Ladoga-Renken nach Gewicht. Bisher 1,5, 1,8 Kilo bisher die größten. Also, da ist noch ein bisschen Potenzial. Auch hier Eintagsfliege, Steinfliege in Kombination. Da ist noch ein bisschen Potenzial, da kann man noch ein bisschen optimieren. Und im Idealfall stellt man sich dann natürlich auch hier mit drei Posen hin. Zack, und da ist die dritte. Also, alle drei Matchrouten draußen. Auf der 1 hier wieder zarte Bisse. Das ist natürlich auch häufig hier, denn wir haben hier natürlich auch sowas wie Zwergmaränen. Also, dementsprechend gar nicht mal mit so einem ganz kleinen Köder hier rein oder ganz kleinen Haken hier reingehen, denn die Zwergmaräne, die zuppelt dann immer so leicht, belegt natürlich dann in der Zeit den Haken, den Köder. Und in der Zeit, wo die kleine Zwergmaräne da an diesem Haken ist und die ganze Zeit versucht, da dran zu beißen und das nicht hinkriegt, in der Zeit kann natürlich kein großer Fisch spawnen. Das heißt, sofort sowas hier unterbinden, wenn auch nur mit so einem kleinen Ruck, und dann wieder freigeben. Also vielleicht ruhig mal noch mal so irgendwie 2-3 Meter mehr auswerfen, damit man dieses Wegziehen und immer näher ranziehen einfach auch machen kann, damit man eben diese ungewollten Fische vertreiben kann und trotz allem in dieser gesamten Area einfach die ganze Zeit die Routen ausgeworfen lassen kann. Man zieht halt dann immer so ein bisschen näher ran, verscheucht die verkehrten Fische sozusagen und lässt die einfach drin. Das heißt, wir müssen nicht immer wieder auswerfen, ausswerfen, ausswerfen. Das ist ja auch immer noch erneuter Verschleiß.
Nur damit wir dann da den perfekten Clip haben. Clip habe ich eh nicht eingestellt. Das heißt, ich bin hier, ja, circa 12 Meter draußen ungefähr. Aber man sieht das ja, ne? Einfach hier in den Schatten reingeworfen. 10, 12 Meter ungefähr in diese Area. Na guck, siehst du, gerade weggezogen. Ja, das ist jetzt aber dann zu nah. Dann werfen wir einfach nochmal locker wieder aus. Zack, da vorne hin. Und gib ihm. Ja, verschiedene Tiefen sind jetzt gerade eingestellt. Jetzt geht gerade auf 1,50 Meter wieder was. 1,50 Meter, 1,70 Meter, 1,90 Meter. Ich habe auch nochmal gesagt, komm, einfach nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Warum auch nicht? Aber nach wie vor, ich glaube 1,50 Meter ist es. Und dementsprechend werde ich jetzt hier alles nochmal umbauen. Auf 1,50 Meter. 1,90 Meter hat sich gar nicht mehr bewegt. 1,70 Meter auch gar nicht. Also bleiben wir mal auf 1,50 Meter. Da geht es gerade was auf 1,90 Meter. Na, guck. Vielleicht gehen ja auch noch die anderen Ränken hier rein. Denn sowas wie die Foxy-Ränke oder Walambuckel-Maräne, das wäre natürlich auch richtig nice. Ich muss auch gleich vielleicht mich doch noch mal ein bisschen umstellen. Denn hier mit dem Stein direkt vor der Nase, das ist immer schlecht fürs Routen abstellen. Naja, das ist nicht so ideal. Nicht so ideal. Wie wäre es, wenn wir uns einfach mal hier hinstellen, oder? Geht doch bestimmt auch. Ist doch viel angenehmer vielleicht. Einfach mal hier so hin. Zack, auf 1,50 Meter hier auf der 2 schon wieder was dran. Apropos, da ist auch was dran. Nicht ganz so fein hier reingehen und auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr euch denkt, boah geil, hier kann ich mich ja mit der Stippe hinstellen. Denn auf diese Köderkombi beißt natürlich auch ein Fisch, der hier schon sehr gefährlich sein kann, gerade für Stipper, die Seeforelle. Seeforelle mit ordentlich heftigen Gewichten, die können natürlich auch hier reingehen. Ich gucke gerade mal rein, hatte ich hier welche? Ja, hier. 2 Kilo, 2,3 Kilo Seefo, die schießen dann natürlich auch richtig gut ab, die können aber auch natürlich deutlich größer werden. Das bedeutet natürlich dann für dich aufpassen, entweder dann natürlich hier mit der Bollo hinstellen oder mit der Match oder dann ausreichend stark hier reingehen, wenn ihr doch hier mit der Stippe hantieren wollt, denn die Seefos, ja, die geben dann eben auch richtig Gas und können hier schon mal zum Schnurriss führen. Zack, geht der nächste hinten rein, jawohl. So soll das doch sein. Und die nächste Ludoga-Ränke, jawohl. Ich werfe mal vielleicht nicht ganz so weit. Machen wir mal hier vorne nur hin. Trophy-Ludoga-Ränke geht hier gerade rein beim Ebbe. Alter, das ist natürlich praktisch. Und da geht es auch weiter direkt hier. Links und rechts und Mitte. Gerade mal kurz angeschrieben. Ich bin gespannt, wo er seine Trophy gefangen hat. Ja, und da hat er auch schon geschrieben. Und ich sehe es auch gerade im Discord. Da hat er auch schon gepostet hier. Also, die Beiträge sind auch da. Übrigens Link zum Discord unterm Video. Da einfach mal reingucken. Über 6000 Spieler, die sich hier auch schon austauschen. Da hat er sogar geschrieben, auf 1 Meter Tiefe. Das ist natürlich ein Dingen. Dann testen wir das doch auch. Also 1,50 Meter hat aber auch schon geliefert. Und auf 1 Meter mit einem 6er Haken tatsächlich nur hat er gerade gefangen. Das ist sogar relativ klein. Aber da zuppelt es auch wieder rein hier auf der 1. Warum auch nicht? Lass mal eben reinschauen. 73, ja genau hier, wo ich jetzt gerade stehe. 73,55. Steinfliege, Eintagsfliege, Borkenkäferlarve, Kaster sogar. Also die hat er alle durchgetestet. Und da haben wir die kleine Bafo. Halt, wir gehen auch hier mal ein bisschen flacher. Machen wir mal 1 Meter, 1 Meter 10, 1 Meter 20. Ja, machen wir das mal so. Mal so ein bisschen die Tiefen testen. Das ist auch immer so ein Dingen, je nach Wetter und Temperatur. Da sind eben auch die Tiefen immer mal unterschiedlich. Das heißt, bei den Tiefen, beim Posenangeln immer so ein bisschen Variation drin haben, was gerade zu den gewissen Uhrzeiten oder Temperaturen gerade am besten funktioniert. Und dann gehen wir hier mal hoch. Hier war noch 1,80, 1,90. Gehen wir mal hier auf 1,20 war das jetzt, ne? Oder 1,30. Gucken wir gleich nochmal. So. Locker rausgeworfen. Und dann gucken wir mal, was hier noch so passiert.
So, jetzt gerade noch mal ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Tiefen, auch mit den Vorgaben sozusagen oder den Angaben aus dem Discord. Und ich muss sagen, so läuft es gerade nicht so wirklich bei mir. Also auf der Tiefe läuft es gerade nicht. Was wir allerdings auch haben, sind schon mal Temperaturunterschiede. Das heißt, wenn ich das so sehe mit der Position oder an der Position mit den Temperaturen, wo er da gefangen hat, sehe ich auch eine ganz andere Temperatur und zwar eine deutlich kühlere Temperatur. Dementsprechend muss man jetzt natürlich ein bisschen variieren und wieder rumprobieren. Ich habe jetzt zwei Routen wieder deutlich tiefer eingestellt. Gucken wir also mal, ob das da funktioniert. Und ich habe den Schnurclip jetzt auch nochmal eben kurz getestet, einfach nur um in Erfahrung zu bringen, wie weit bin ich denn jetzt wirklich draußen. Also bis hier vorne hin, quasi wo hier diese Linie ist, diese gelbliche Linie. Und da bei der, genau, da habe ich auch gerade wieder auf 1,50 Meter eingestellt. Guck dir das an, schon rasseln sie rein. Also da ist das jetzt auf 8 Meter Entfernung, Rabams und auf 1,50 Meter Tiefe. Schnurclip auf 8 Meter, jawohl. Auf, zu, beziehungsweise zu, auf. So, absinken lassen. Und dann lief das da auch jetzt direkt wieder. Also, das ist doch ein ganz gutes Zeichen. Bei mir jetzt, wie gesagt, hier 1,20 Meter, 1 Meter die ganze Zeit gar nichts. 1,20 Meter, 1,30 Meter auch nichts. 1,50 Meter. So, werfen einfach da vorne an diese Kante jetzt. Locker ausgeworfen und dann gucken wir mal, ob da jetzt noch ein bisschen was geht. Das ist halt genau der Punkt. Also alles irgendwie einfach nur nach Liste abzuhaken und dann sagen, ja, ich habe doch alles so gemacht und ich fange hier nichts. Der Spot geht nicht. Das ist halt nicht angeln. Man muss halt doch ein bisschen aktiv werden und selber rumprobieren. Und gerade so etwas wie Wetter und Temperaturen hat halt immer wieder starken Einfluss darauf, wo die Fische sich befinden. Und wie man sie am besten oder wann man sie am besten fängt. Das nächste, was ich noch gleich testen werde, ist nochmal mit Vecki-Rig. Auch das natürlich durchaus eine Option. Da baue ich gleich nochmal ein Setup zusammen und teste dann hier mit Vecki-Rig auch nochmal auf die Ränken. Was mich natürlich noch mehr interessiert als die Ludoga-Ränke, wäre dann sowas wie die Walam-Buckel-Maräne oder wie gesagt die Wolchow-Ränke. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Da hatte der Mattes Berlin auch ein paar von gefangen. Wolchow-Ränke super selten, super wertvoll auch. Und das wäre für mich natürlich der absolute Oberhammer, wenn die auch noch hier reingeht. Die Wolchow-Ränke hatte ich hier schon mal tatsächlich gefangen am Ladogasee mit dem W-Stick 502 in 3,5 Kilo. Also ein richtig schöner Brocken. Super viel Kohle auch dafür bekommen. Und diesen Vecki-Wurm, den verwenden wir jetzt hier auch. W-Stick 502 auf dem 1, auf dem 1er-Haken. Ich habe jetzt mal nur einen 9 Kilo Vorfach genommen. Und das testen wir mal. Und da gehen sie aber gerade runter. Oh, da vorne auch noch. Und beide zu spät gesehen. Eieiei, das passiert natürlich. Das wird ein bisschen tricky. Immer noch natürlich Pose vor allem anderen. Das heißt, wenn man sieht, an der Pose ist was dran und zuppelt was dran. Das hat immer Vorrang vorm Grundangeln und vorm Spinning. Weil man da eben das Timing genau braucht für den Anschlag. Den verscheuchen wir jetzt mal. Das war, glaube ich, nur was Kleines. Und jetzt geht es hier auf Vecki-Rig. Einfach mal locker auswerfen. Absinken lassen. Ich mache mal hier so ein bisschen schneller. Bremse wieder locker einstellen. Hier sind ja nur 9 Kilo drauf. Und dann hantieren wir hier mal ein bisschen rum. Leichte Bewegung machen. Und einfach versuchen, den Wurm in Bewegung zu halten. Und wieder absinken lassen. Das ist jetzt das, was eben hier mit dem Vecki-Rig dann losgeht. Ich bin sehr gespannt, ob da auch was drauf schießt. Und da geht tatsächlich einer rein. Ich habe mich gerade noch gewundert, dass hier in dem Bereich schon direkt Grundberührung ist. Auch hier die Ladoga, okay. Und zwar ist das gar nicht so weit. Das heißt, wenn wir hier auf diese 8 Meter ungefähr rausgehen, landen wir wohl immer noch, ja, immer noch hier in diesem Bereich, wohl eher in diesem Kantenbereich. Vielleicht sind sogar eher so 10 Meter angesagt, dass man noch so ein bisschen mehr an die Kante geht. Auch hier wieder ganz typisch. Immer mal wieder Spots und Stellen, die speziell halt sich hier an diesen Kanten, an diesen Gewässerkanten befinden. Also immer wieder ein guter Anhaltspunkt, dass man hier versucht, seinen Köder an diesen Kanten zu präsentieren.
Na, guck dir das an. Foxy Renke. Doch noch, ein bisschen kleiner, aber trotzdem hier auf dem großen Einser Haken. Also, auch reingegangen. Und das jetzt einfach mit ein bisschen anderem Intervallgespiele. Also, ich habe mir gedacht, komm, ich versuche mal den Köder ungefähr so auf einen Meter hoch zu halten. Und gar nicht so ganz weit absinken zu lassen, sondern eben diese Spielerei zu haben, dass der Köder ein bisschen mehr im Mittelwasser ist. Ist allerdings schwierig. Vielleicht verwende ich hier doch noch gleich mal das Ultralight-Setup und versuche hier mit sehr, sehr leichtem Haken auch reinzugehen. Hier habe ich jetzt gerade einen 7-Gramm-Haken und dementsprechend sinkt der Köder natürlich auch sehr, sehr schnell nach unten. Und wenn man so einen ganz leichten Haken hat, dann trudelt das hier mit dem Vecchi-Rig einfach vielleicht noch ein bisschen leichter runter. So richtig weit rauswerfen muss ich ja offensichtlich nicht. Das könnte doch auch noch ganz gut funktionieren. Na guck, also von der Entfernung doch deutlich besser. Also raus damit und jetzt locker absinken lassen und jetzt wieder hier diese Spielchen wieder mit dem Hochziehen. Man sieht auch deutlich langsamer die Interaktion der Schnur, wie langsam jetzt der Köder runtergeht. Ja, deutlich angenehmer. Also das ist glaube ich besser. Ich bin jetzt hier nur mit einem Viererhaken gerade unterwegs, 1,7 Gramm, super leicht. Und jetzt haben wir hier viel mehr Möglichkeiten, den lockerer länger einfach auch im Mittelwasser zu haben. Jetzt haben wir hier Grundberührung, also doch ein bisschen mehr Bewegung, dass er eben nicht ganz auf dem Grund rumliegt und trotzdem noch hier mitten im Wasser so ein bisschen in Aktion ist. Da sehen wir es genau, wie er dann rauf und runter gezogen wird. Also, das ist doch ganz angenehm. Vielleicht kann man ihn sogar so ein bisschen noch mehr in Bewegung bringen, den Vecchi-Wurm. Dass man dann so ein bisschen guckt, also er stürzt nach vorne hin immer runter. Aber dass wir dann eben gucken, dass er gar nicht so lange runterzieht, sondern dass man so kleine Intervallschübe macht und dann immer weiter nach vorne zieht, werde ich direkt mal testen. Also auswerfen, maximal jetzt. Und jetzt einfach diese kleinen Bewegungen. Tempo 50. Bisschen absinken lassen. Er ist natürlich jetzt an der strammen Schnur, das heißt, so richtig steil nach unten sinken kann er nicht. Aber wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, ihn immer wieder so ein bisschen nach oben zu ziehen. Ja, doch, er stürzt trotzdem so noch nach unten. Also, cool auf jeden Fall. Muss ich auf jeden Fall aber auch noch ein bisschen mit rumprobieren und ein bisschen testen. Werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen testen. Vielleicht ergibt sich auch noch gleich ein etwas anderer Köder, der auch noch gut funktioniert. Oder wir machen das so. Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit. Dann hat er ein bisschen mehr Spiel. Nicht an der strammen Schnur, sondern echt dieses Lockerlassen. Abgefahren. Vecchi-Rig, einfach immer wieder geil. Macht immer wieder Bock. Ja, auf der Pose jetzt gerade gar nichts mehr. Von der Uhrzeit her doch noch, oh, ja, 20 Uhr. Jetzt ungefähr die gleiche Uhrzeit wie bei dem Post im Discord. Aber deutlich wärmer. Also vielleicht suchen wir uns da einfach auch nochmal einen Tag, der nicht gerade 6 Grad wärmer ist als der Beispieltag. Ja, vielleicht eher so in dem Bereich hier, in den kühlen Temperaturen, dass das dann besser geht. Im Großen und Ganzen kann man sagen, die Renken sind auch vor ein paar Monaten nochmal ein bisschen gebufft worden. Es gibt mittlerweile ein bisschen mehr Kohle dafür, aber die müssen dann eben auch gewichtsmäßig richtig gut und richtig groß sein. Ja, dann lohnt es sich auch tatsächlich bei den Brocken. Guck mal hier, ab 1,8, 1,5, 1,4 hier 10 bis 18, 20 Silber. Also das ist richtig gute Kohle. In dem Bereich schmeckt es dann natürlich, kann man das natürlich gerne machen. 200 Tacken jetzt mit viel Rumprobiererei auch noch dabei. Ich bin ganz zufrieden damit. Mir geht es weniger um das Geld jetzt bei dem Angeln auf die Fische. Mir geht es darum, hier diese Fische als Trophy abzuhaken, um einfach hier die nächste Trophy zu fangen, die ich bisher noch nicht gefangen habe. Also, Kratsching. Ab wieder zurück zum Spot. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.